Und damit willkommen zurück. Wie man sieht, sind wir irgendwo. Keine Ahnung wo. Ich habe mich das letzte Mal ausgelockt, als ich ohnmächtig war. Und jetzt bin ich hier. Vor allen Dingen wieder beim Leuchtturm. Oder ist es diesmal anderer? Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal wieder von vorne an. Und hoffen, dass wir diesmal ein bisschen besser kommen. Beim letzten Mal sind wir in die Unterhaft hinten gelatscht. Und diesmal laufen wir. Tja, Schlüssel und. Naja, wir gehen mal hoch. Auf jeden Fall in die andere Richtung. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was uns denn dort erwartet. Natürlich frieren wir jetzt wieder. Und. Naja. Beim letzten Mal hatten wir nichts gefunden, um uns irgendwie mal ein Feuer zu machen oder so. Nicht, dass es schlecht wäre, Munition zu finden, aber Munition braucht jetzt wahrscheinlich am allerwenigsten. Auf jeden Fall muss man sagen, dieses Spiel ist absolut nicht anfängerfreundlich. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, auf dem richtigen Server zu spielen, aber ja, wir schauen mal. So, jetzt checken wir das Ding gleich mal. Weil ich war echt so erfreut, dass wir beim letzten Mal eine Karte gefunden haben. Hier. Schutzkoffer. Ich nehme den einfach mit. So, bei dem Boden ist erstmal nichts. Hier. Wasserdichte Rucksack. Das ist schon mal gut. So, was haben wir hier schon drin? Ein Brecheisen. So. Rein. Da ist vielleicht ein bisschen gewappnet in irgendwelche Infizierten. So, jetzt werden wir schauen, da wo ich sehen kann. Ich glaube, es ist ein anderer Turm. Das bedeutet, wir gehen uns mal wieder 0 aus. Wissen wir jetzt nicht, wo wir sind. Und die Karte ist natürlich auch. Sieht hier aus. Verdammt. Okay, ich glaube, ich muss mal meine Sachen ausziehen. Und die dann ausringen oder sowas. So. Genau. So.
Schuhe sind auch nass. Werden wahrscheinlich die Schuhe sein. So, war da noch irgendwas? Nee. Das ist natürlich richtig mies, dass ich beim letzten Mal ausgemacht habe. Und dann irgendwie doch noch sterben konnte. Das ist halt nicht ohne Nachteil im Spiel, dass hier kein Offline-Modus gibt. Doch hier erstmal weg. Dazu und sehen, dass wir hier auch nichts haben. Okay. Hier eine Batterie. Trinken, das ist schon mal gut. Das werden wir nämlich gleich mal nutzen. Getrocknet. Kann ich die essen? Tatsächlich. Und jetzt noch was zu trinken. Was brauchst du mit der Ortschaft? Weiter geht's.
nur so eine Woche. Tja. Ob sich die Schule dort oben lohnt? Ich mag es zu bezweifeln, deswegen werden wir einfach mal dahin laufen. Ich kann das mal erst nicht tun. Was regnet immer noch. Man hört schon den Sound gar nicht. Deswegen dachte ich, es hätte schon aufgehört. Naja. Wahrscheinlich bleibt es Industrie-Hallen-Komplex zu sein und sowas. Abdo-Chipnik. Die Sonne scheint rauszukommen. Das ist schon gut. Da hinten ist noch eine Tankstelle. Moment. Hier ist noch ein Tank. So, wir schauen mal, ob wir irgendwas finden. Nee. Das war eigentlich zu viel. Aber hier vorne noch ein Schild. Alles nicht. Alles auch nie gehört. So, da ist nichts. Achso. Naja, dann werden wir jetzt mal schauen, ob wir irgendwas Gescheites finden. Das ist echt super, dass man so viel Munition findet. Vor allem, wenn man keine Waffe hat. Temperatur geht immer noch runter. Ist irgendwo ein Huhn? So, da hinten war gerade einer. Genau, hier schauen. Ein Gewehr, okay.
halt die Häuser irgendwo. Das letzte Mal gekriegt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Immer zügig. So. Was haben wir noch? Was ist das? Schon wieder Munition. Wollte mich verarschen. Ich stehe ja nur mit Munition. Noch so was sagen, wo ich nicht die Motivation. Irgendwo ist jemand. Das kennst du nicht. Wir haben auf jeden Fall Streichhölzer. Das bedeutet, ich rieche mich jetzt ins Haus. Und schau mal fix, wie viele Streichhölzer es sind. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall noch weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.